It's your boy, Skinny P. Da bin ich wieder. Putzmunter, frisch, auch ein bisschen gebräunt. Ja. Es ist warm gewesen, wobei es hier genauso warm war. Wir kamen am Flughafen an und es war irgendwie so wie dort auch. Ja, ich bin wieder da. Heute habe ich jetzt noch nichts Richtiges vorbereitet, weil wir, also jetzt für Montag, weil meine Freundin heute noch frei hatte und wir haben jetzt halt einfach noch einen gemütlichen gemacht, noch zu zweit. Schöne faule Lenz gemacht, beziehungsweise faul waren wir nicht, aber ja, ein bisschen rumgechillt. Aber ein Video will ich oder muss ich ja schon noch machen. Heute kam ja noch nichts und eigentlich wollte ich vor dem Urlaub dieses Giveaway machen. Jetzt machen wir es halt danach. Ja. Das nächste YouTube-Giveaway besteht aus einer P250 See You Later Alligator. Ich zeige sie euch gerade hier, hoffe ich doch. Sie wird gerade eingeblendet. Diese wunderbare ja, P250 eben mit dem Alligator drauf. Geiles Ding gibt's aktuell für die nächsten 10 Tage hier auf YouTube im Giveaway. Wie ihr mitmacht, erkläre ich gleich. Aber ich will euch kurz was zeigen. Als wir nämlich heimkamen, war alles verstunke, weil die Schildkröten ihren Filter irgendwie, ich weiß auch nicht, kaputt gemacht haben. Und da war alles ganz matschig bei ihnen und die waren richtig, also richtig widerlich. Und jetzt schaut doch gerade mal rein, wie sie jetzt aussehen, die dicken Kuddler. Guck mal da. Ojo. Ojo. Hey. Guck mal, wie sie sich spiegelt. Das ganze Ding war richtig schwarz. Es ging halt eben vor allem um die Steine, die voll waren mit einfach mit Schleim, Schlamm, Jambambel. Das sind halt auch Sumpfkröten, das haben die gerne, wie man auch auf dem Buckel sieht. Aber es war echt eklig. Und jetzt habe ich sie ganz frisch gemacht. Komm, wie sie guckt. What are you looking at, Bach? Und des Weiteren ist die Hase jetzt ja weg. Die lebt bei anderen Hasen. Und jetzt haben wir den Hasenplatz verarbeiten können. Und da steht jetzt der Plattenspieler, von dem ich vor Jahren mal gesprochen habe. Den haben wir jetzt endlich aufgebaut. Das ist so ein Gerät, womit man dann die Platten oder eben auch die Kassetten auf einen USB-Stick aufnehmen kann. Hat generell noch ganz viele andere Funktionen. Das hat sie geschenkt bekommen, also meine Freundin. Und wir haben ihn halt nie aufgebaut, weil hier die Hasi stand. Also auf diesem Platz stand der Has. Und jetzt ist der Plattenspieler am Start. Ich habe vorhin schon ein bisschen reingehört hier. Ja, ich kann jetzt nur kein Sample abspielen lassen wegen Copyright-Scheiß. Aber ja. Und die Katze hat jetzt sowas hier. So zum Reingehen und zum Krallen, weil sie das hier gemacht hat. Guck mal. Die Verrückte. Allein hat sie das nicht gemacht. Das war noch der Kater, der Alte, der damit angefangen hat. Aber sie hat es halt weitergemacht. Bese Katze. Naja. Ich bin am Stiesel. Hier hat sich ein bisschen was verändert. Diese Raumführung oder diese richtige Room- oder Hausführung kommt schon noch. Aber jetzt ist im Moment noch nicht so weit. Ja. Wir sind einfach noch nicht ganz fertig mit dem Umbau. Möglicherweise kommt ja auch mein Büro rüber in das Zimmer von meiner Freundin und so weiter und so fort. Also wir haben da schon noch was zu tun. Und wenn das alles fertig ist, dann kann ich euch alles zeigen. So, Giveaway. Also, es läuft so wie immer, einfach über Aktivität. Ja? Also das heißt, wer jetzt die nächsten 10 Tage aktiv ist, also die Videos schaut, sie kommentiert und wenn man will auch noch bewertet, mit der Daumenfunktion, dann ist man aktiv am Start. Man kann die Aktivität auch ultra boosten, wenn man in die Streams kommt. Die Streams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Nur sollte man mir da sagen, wie man auf YouTube heißt. Weil meistens, ich weiß nicht warum, aber jeder heißt überall anders. Ich habe keine Ahnung, weshalb man das so macht. Mir war das früher schon immer voll wichtig, dass ich überall den gleichen Namen habe, weil das soll ja mein Avatar oder wie auch immer sein. Naja, aber viele haben auf Twitch einen ganz anderen Namen wie auf YouTube und darum muss ich halt wissen, wer ist. Oder sollte ich es zumindest wissen, falls man sich da irgendwie irgendwelche Bonuspunkte einsammeln wollen möchte. Ja, und nach 10 Tagen wird dann der Gewinner einfach irgendwo angesagt. Das Bild ist gerade komisch, gell? So komisch grau. Wie gesagt, morgen geht's dann ganz normal weiter, wird schon neigepfeffert und so weiter und ja. Vor allem ist morgen wieder Livestream. Das ist ja noch wie folgende Morgensidee. Dann würde ich sagen, Wir machen noch einen kleinen Aktivitätstest direkt hier im Video. Also an alle, die jetzt noch da sind, die bis zum Ende durchgehalten haben. Und vor allem, die sich auch die letzten paar Videos vielleicht angeschaut haben. Man weiß es nicht, für Ultra-Bonuspunkte. Wie viele Videos kamen jetzt die letzte Woche, in denen man Guschtel gesehen hat? Jetzt ist die Farbe wieder da, aber irgendwie, wenn ich rumwackel, wird es manchmal komplett blau. Ja, in wie vielen Videos, schreibt einfach am Schluss oder irgendwo rein halt eine Zahl, 1, 2, 3, 5, 10, 50. In wie vielen Videos von letzter Woche war Guschtel zu sehen? Zeigt mir, dass ihr würdig seid, den Skin zu gewinnen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis morgen dann im Livestream und im nächsten Video. Ciao, ciao.